So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Indie Sundays. Wir präsentieren euch heute den Titel Life Goes On. Und ich drücke gleich mal auf Start gehen. So, in jedem Level geht es quasi darum, diesen goldenen Kelch zu fangen. Wir spielen hier übrigens nur die Demo. Ja, man steuert mit den Pfeiltasten, springt, indem man die Leertaste drückt in meinem Fall. Das Spiel Life Goes On ist ein Action-Abenteuer-Indie-Titel von Infinite Monkeys. Das ist noch gar nicht draußen, das kommt irgendwie Anfang 2014 raus. Aber wir wollen euch hier schon mal die Demo präsentieren, dieses lustigen Jump-and-Run-Titels. So. Und wie man schon sieht, die Level sind so aufgebaut, dass man das gar nicht in einem Durchlauf schaffen kann. Man muss quasi seine Spielfiguren opfern, um zum Beispiel solche Brücken hier zu bauen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel einen neuen Spawnpunkt aktiviert. Ja, den Sprung habe ich zum Beispiel erstmal eiskalt verkackt. Aber das bedeutet, wir können unseren Vorgänger als Brücke benutzen, wenn ich nicht so inkompetent wäre. So, zack und juhu! Victory! Awesome, ja, das will ich auch mal meinen. Ich habe nur drei Figuren gebraucht, sage ich mal. So, next level. Okay. Sehr gut. So, was haben wir hier? Wenn ich mich hier drauf stelle, geht das Ding hoch. Aber ich schaffe es natürlich nicht rechtzeitig. Okay, ich muss mich irgendwie opfern. So, komm. Und jetzt. Und. Verdammt. Ich bin nicht runtergefallen. Moment. Jetzt aber. Jawoll. Juhu. Und diesmal sogar nur zwei Figuren gebraucht. Ja, genau darauf ist dieses Spiel aufgebaut. Man muss seine Figuren opfern, um zu diesem goldenen Kelch zu kommen. Jetzt ist er zum Beispiel da oben. Wenn ich mich da drauf stelle, geht das auf. Okay. Komme ich da hoch? So, komm, dann opfer ich mal meine Figur und hoffe, dass sie jetzt da drauf fällt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt kann ich mich perfekt da durchlaufen. Ach du Scheiße, was haben wir hier denn? Okay, wir müssen irgendwie das Feuer hier deaktivieren. Wie machen wir das mal? Wenn ich da jetzt... Nee, dann werde ich verbrutzelt und komme gar nicht mehr weiter. Ich kletter mal hier hoch. Okay, hier machen wir das aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Ah, ich weiß es. Wir müssen... Okay. Ich hab's. So, wir opfern diese Figur und rennen ganz schnell mit der nächsten. Da... Nein! Verdammt, ich hab's verkackt. Mein Plan ist es, dass wir eine Figur opfern. Und mit der anderen schnell genug, genau, hier oben drauf springen, dass die Figur hoffentlich auf diesen anderen Button da... jetzt liegen bleibt, genau, und das Feuer da deaktiviert. Weil jetzt können wir ganz geschmeidig den Sieg einfahren. Okay, ich muss gestehen, okay, ich gebe es zu, ich habe die Demo schon mal gespielt, weil es gibt jetzt hier nicht so extrem viele Level, aber ich finde, das Spiel macht richtig Laune. Okay, jetzt müssen wir dieses Feuer hier deaktivieren, weil sonst kommen wir nicht weiter. Dafür müssen wir mal in dieses Katapult hier steigen und uns da hochschießen. Mal gucken, klappt das so? Bam! Nein! Verdammt. Das war ein Pfostentreffer. Jawohl. Sehr gut. So, dann nehmen wir nochmal den Spawn hier. Ach so, okay.
Okay, verstehe. Wir müssen ja etwas mit dieser Kanone hier machen. Wir müssen erstmal hier oben drauf, auf dieses Ding. Da können wir aber nicht hochspringen. Aber wir können Folgendes machen. Wir können das Ding hier in Schwung bringen und hoffentlich dieses... Ja, ich stehe drauf. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so ein... Oh mein Gott, ich opfer mich mal eben. Und juhu. So, das Ding hier müsst ihr hoffentlich ausreichend schwingen. Nein, tut's nicht. Sehr gut. Okay, Moment. Ich nehme mal die Kanone. Das Ding braucht ein bisschen mehr Power, glaube ich. So, mal gucken. Und... Bam. Lol. Ist das nicht jetzt ein bisschen zu viel Power? Scheiße. Sehr gut. Und... Jawoll! Ach du Scheiße, ich habe 6 Figuren gebraucht. Okay, na egal, ich habe es auf jeden Fall geschafft. So, was haben wir hier denn? Okay. Was passiert, wenn ich hier dran springe? Ach so! Ein Spawn! So. Okay, hier müssen wir uns definitiv wieder opfern, damit wir an unserer, ja, Leiche, sag ich mal, hoch klettern können. Ja. Nein, Alter, das darf nicht wahr sein. So, wir müssen dieses Feuer da wegkriegen. Dafür ist dieser Button ganz links da. So. Jetzt können wir das Feuer nach hier verschieben. Jetzt müssen wir nur noch sterben. Das Blöde ist, wir dürfen diese Kugeln hier nicht berühren, weil dann aktiviert sich hier ein Spawn und der da hinten geht weg und wir müssen ja hinter das Feuer kommen. Ja. Okay, komm. Nein. Und jetzt. Lauf. Okay, jetzt müssten wir eigentlich... Genau, hier spawnen. Sehr gut. So, was haben wir hier? Da oben ist auf jeden Fall wieder etwas, was wir aktivieren können. Das mache ich einfach mal. So. Ach so, das ist auch wieder so ein variabler Spawn. Okay, dann aktiviere ich den doch gleich mal, wenn ich den treffen will. Ja. So, komm. Dich erwische ich. Komm runter, du Sau. Und bam. Und jetzt spawnen. Genau. Ziemlich lustiger Idee, muss ich sagen. Ach, oh mein Gott, ich wäre der Schlechte. Och, du heilige Scheiße. Oh mein Gott, das wäre so assi. Okay, wir müssen da oben durch. Wir müssen uns wieder opfern. Okay. So, du Eisblock. Nimm mal da drauf. So, da oben, da ist der Kelch. Okay. Wir müssen irgendwie an diese beiden Dinger hier drankommen, um das Feuer zu deaktivieren. Und hier können wir uns wieder zu so einem Eisklumpen machen. Ich nehme mal an, wir könnten uns da drunter schieben. Komme ich da so hin? Verdammt. Okay. Ich opfer mal ein. Und dann warte ich, bis der hier jetzt mal in der Runde hier aber wieder vorbeikommt, um mich dann an dem festzuhangeln. Und dann... So, dann bleibt mal hier bitte stehen. Okay, so. So, dann sliden wir mal ganz geschickt hier wieder hin. So, das Blöde ist, wie kommen wir jetzt da hoch? Wir müssen irgendwie, in dem Moment, ich weiß nicht, wir müssen mehr aufeinander stapeln. So, stell du dich mal... Nein. Du bleibst genau da stehen.
So, wo ist unsere Leiche? Da ist sie wieder. Oh, ein Tipp. Nein. Ah, verdammt. Ah, wir brauchen noch einen, der da drauf liegt. Okay, komm, noch ein Versuch. Noch ein Versuch. Und hepp. Und hepp. Das ist ein Witz. Komm ich da nicht aus Rote? Na komm. Das ist ein Witz. Oh mein Gott. Okay. Ja, genau, das wollte ich eben auch schon erreichen. Okay, sonst liege ich hier zwischen. Dann schiebe ich den Kasten mal ganz vorsichtig. Moment, ich muss da noch oben drauf. Boah. Nein. Oh, nein, das darf nicht wahr sein, Alter. Das ist unmöglich. Das ist unglaublich, ey. Das ist unfassbar. Nein! Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch richtig dick verarschen. Bleibt doch mal ein... Kann ich dich irgendwie so da drauf werfen? Ach du Scheiße. So, jetzt... So, komm. Jetzt bewegt euch. Wir machen das jetzt ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz langsam. Und jawohl! Das hat zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Wieder nur 8, okay, das ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, das wären mehr. So, da müssen wir hin. Alles klar, dann wollen wir mal. Oh. Sehr gut. Okay, dann machen wir mal. Alter, ihr Wichser. Okay, dann springe ich jetzt einfach da drüber und... Alter. Okay. Ja, man sieht schon, das hier ist das Abschlusslevel. So, ein netter kleiner Spawn. Oh, Alter, lauf. Verdammt. Ja, thanks for playing. Ich denke mal, das war dann auch schon die Demo. Ja, genau. Komm, hau noch mal oben drauf. Ja, das war der Indie Sunday. Dieses Mal, glaube ich, ein bisschen kürzer. Ich habe jetzt nebenbei keine Uhr am Laufen. Auf jeden Fall, ich freue mich auf das Spiel. Life Goes On, eine sehr interessante, ja, eine sehr interessante Jump and One Variante. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, was es nächste Woche geben wird, das weiß ich noch nicht. Das seht ihr dann auf der Seite. Bis dann. Ciao.